Der Dialog eingetragene Planungen sieht im linken Bereich unterschiedlich aus, je nachdem, wie Ihre Instanz aufgebaut ist und ob gerade aus VI Plan neue Pläne zur Verfügung stehen. Im Moment sehen wir, während wir links auf dem Menüpunkt Serien stehen, beachten Sie bitte, dass auf jedem der einzelnen Punkte unterschiedliche Hilfethemenhinterlegungen zu finden sind. Im Moment sehen wir, während wir auf Serien stehen, hier eine Struktur von 50 Hausserien. Und wenn wir diese aufklappen, sehen wir, dass in jeder Hausserie jeweils ein Plan hinterlegt ist. Beachten Sie bitte, dass Sie diese Art der Struktur, das heißt also, jede Serie ist gleichzeitig Anführungszeichen nur ein Individualhaus, zum einen aufbauen können für völlig individuelle Pläne. Wir wechseln einfach mal in eine andere Instanz, und zwar in die Massivbeispiele. Dort finden wir jetzt hier ebenfalls, während wir auf Serien stehen, eine Struktur, dass innerhalb einer Hausserie eine Vielzahl an Plänen hinterlegt ist. Ganz einfach, weil hier über Interaktionssteuerungen im Präsentationsbildschirm gearbeitet wird. Das heißt also, sobald Sie eine derartige Struktur aufbauen, haben Sie innerhalb des Präsentationsbildschirms unten das Register Architektur und sind in der Lage, dies entsprechend zu steuern. Wie dies funktioniert, schauen Sie sich bitte bei den Hilfevideos auf dem Register Architektur an. Beachten Sie bitte, dass die Anzeige, die hier komplett einheitlich ist, auch in dem 50-Pläne-Beispiel einheitlich war, nur deswegen so zu sehen ist, wie sie ist, weil die Verzeichnisse, und zwar unter VI 2000.7 im Verzeichnis Data, nämlich die Verzeichnisse PDB-Temp, in diesem findet das System Neueinträge fürs CAS und das Verzeichnis PDB-Temp-Update. Hier findet das System Update-Einträge. Nur weil diese Verzeichnisse leer sind, ist die Struktur im Dialog Planungen im Register Serien im Moment so, wie sie ist. Wir machen eins, wir stellen einfach einmal die Konstellation her, dass entsprechende Exporte aus VI-Plan zur Verfügung stehen. Wenn wir jetzt in die Struktur unter Hausserien gehen, sehen wir, dass wir erstens beim Ordner Allgemein ein rotes Ausrufezeichen haben und dass wir jetzt bei verschiedenen der Hausserien eine andere Darstellung haben, gleichzeitig eine weitere Hausserie mit einem gelben Sternchen sehen. Der Hintergrund für diese Darstellung ist, dass zum einen für bestehende Pläne, und wir klappen einfach mal die mit dem blauen Austausch vor, dann sehen wir auch, welche dies konkret sind. Zum einen also, dass für bestehende Pläne Aktualisierungen vorhanden sind und zum anderen, das ist unser Stern, dass einfach ein neuer Eintrag vorhanden ist. Wenn wir uns das Pendant jetzt im Explorer anschauen, dann sehen wir, dass im Verzeichnis PDB Temp und PDB Temp Update entsprechend diese Daten zur Verfügung stehen. Beachten Sie bitte, dass bei PDB Temp Update die Daten zu erkennen sind. Bei PDB Temp sind die Daten bereits in das System eingelesen, und zwar beim Start, auch wenn sie noch nicht freigegeben sind. Hier stand, bevor wir diesen Dialog geöffnet haben, unser Übungsplan 5 Video. Beachten Sie bitte, dass dadurch, dass Ihnen jetzt hier diese Daten zur Verfügung stehen, auch unten die Schaltfläche Pläne aktualisieren aktiv ist. In dem Moment, wenn wir uns jetzt hier dafür entscheiden, diese Pläne zu aktualisieren,
kommt automatisch der Hinweis, dass wenn wir diese Planaktualisierungen durchführen, die aktuellen Änderungen an den Plänen gespeichert werden. Wenn wir dies bestätigen, kommt der Dialog für Planaktualisierungen. Hier werden uns die Pläne, welche schon vorhanden waren, jetzt allerdings als Updates zur Verfügung stehen, zur Mehrfachauswahl angeboten. Das heißt, Sie müssen jetzt hier nicht alle aktualisieren, sondern Sie können mit Mehrfachmarkierung die gewünschten auswählen. Mit OK würde dann die Aktualisierung durchgeführt. Bei Abbrechen würde das Ganze entsprechend abgebrochen werden. Wenn wir jetzt die Pläne aktualisieren, werden diese Daten entsprechend automatisch eingelesen, aktualisiert und gespeichert. Und wir sehen jetzt, dass die entsprechenden Aktualisierungszeichen verschwunden sind. Und wenn wir uns das Ganze in dem Ordner PDB Temp Update anschauen, dann sehen wir, dass auch hier diese Daten nicht mehr dastehen. Für unseren neuen Übungsplan gilt, dass wir entweder, indem wir auf Allgemein klicken oder aber indem wir auf den Plan klicken. Beachten Sie bitte, wenn Sie mehr als einen Plan neu eintragen, haben Sie halt über Allgemein die Möglichkeit, diesen Vorgang gleich für alle neu eingetragenen Pläne zu machen. Wenn Sie es auf dem Plan tun, können Sie es für den einzelnen Plan machen. Und in dem Moment, wenn wir hier auf Allgemein klicken, können wir einfach mit Übernehmen entsprechend diesen Plan ebenfalls übernehmen. Siehe dazu das Hilfevideo auf dem Register Allgemein bzw. dem jeweiligen Plan. Beachten Sie bitte, dass Sie in der Basisstruktur, das heißt hier bei Serien, die Möglichkeit haben, neue Ordner und neue Serien anzulegen. Bei neuen Ordnern werden Ihnen einfach in immer tiefer gehenden Strukturen entsprechende Ordner angelegt, die Sie separat benennen können und mit denen Sie sich eine Ordnungsstruktur für Ihre Pläne aufbauen können. Dies ist ein Kann, dies ist kein Muss. Das heißt also, diese Ordner haben außer der Sortierung keine Funktion innerhalb des CRSs. Das Einzige, was zwingend vorhanden ist, ist der Ordner Allgemein. Diesen können Sie entsprechend auch nicht löschen. Beachten Sie, dass Sie ebenso die Möglichkeit haben, neue Serien anzulegen. Neue Serien sind immer die Hausserienebene, das heißt die Darstellung mit dem entsprechenden Haus. Auch hierzu schauen Sie sich bitte die Hilfeunterstützung auf dem entsprechenden Register an. Das Löschen erfolgt genauso einfach hier wieder per Löschen.